Servus Leute, grüß euch. Es ist wieder soweit. Barmer-Karriere am Start. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir spielen diesmal heim. Ja, und eigentlich sollte da nichts schief gehen. Spieltagsüberschneidung. Dieses Spiel überschneidet sich mit der ersten Mannschaft. Ich muss noch irgendwie das Team zusammenschweißen. Während ihr diese Folge seht, es ist die dritte Folge, die ich hintereinander jetzt aufnehme, damit ich euch füttere mit mehr Dings. Also nicht böse sein, wenn ihr Ascoli. Wieso glauben Sie, dass Sie ihm der heiße Ausfährter ist, so locker gewinnen, bla bla bla. So. Also nicht wundern, wenn ihr Kommentare schreibt und die sind in diesem Video nicht vorhanden, die Sachen, die ich umändern sollte. Jetzt schauen wir noch ein bisschen da rein. Sari redet über Transfergerichte. Flori spricht über goal.com. Ich achte nicht großartig darauf. So. 9. Platz gegen 12. Platz. Wir spielen wieder zu Hause. Haben natürlich das Angriffsspiel trainiert jetzt in dieser Woche. Haben geschaut, dass das Team sich zusammenschweißt. Mediziner will sich von Florins Spielchen nicht beeinflussen. Tactical Handover. Du Co-Trainer. Foggia gegen Bari. 1:1. Das stürzt uns auf Platz 13 runter. Bei einem Sieg kommen wir wahrscheinlich auch wieder höher. Ja, Anti, 20 Punkte haben wir. 6 Punkte Abstand von einem Abstiegsplatz. Da wollen wir weg. Da wollen wir ganz klar weg. Da wollen wir mit Sicherheit weg. Bartoli über 4. So, jetzt will ich noch zum Karlsruhe. Karlsruhe. Zu Karlsruhe, zu dem einen Spieler, den ich hier beobachte. Wanzek ist verletzt. Und diese Werte schauen nicht schlecht aus. Wollen nicht verkaufen. Geschätzter Preis. Ja, wenn ich aufsteige, müsste ich ihn verkaufen. 24 Jahre alt. Spiel Vorschau. Team Auswahl. Länderspielreise zum Spiel. Okay. Das heißt, wir müssen hier umstellen und wir stellen Fratelli rein. Er ist die Nummer 1 zum Spiel. Kann für dieses Spiel nicht registriert werden. So. Spieler. Kann man irgendeinen Spieler registrieren? Rückennummern. Kara-Info. Vertrag. Wo ist denn die Spielregistration? Das ist sehr schade, dass da keine Spielerregistration ist. Denn ich will diesen Torhüter nicht mehr drin haben. Die Moral müssen wir irgendwie steigern. Das heißt, wir können den Spieler loben. Trainingsleistung loben. Ist okay. Dann gehen wir nächstes loben. Leistung im letzten Spiel loben. Ja, okay. So, Antonio Barilla, den will ich auch ein bisschen loben. Trainingsleistung loben, leidenschaftlich sehr gut. Dann Andrea Dini, ist 21 Jahre alt. Trainingsleistung loben. Slightly poor. Und damit steigt die Moral ein wenig. Vielleicht hilft das ja etwas. Slightly poor, Valentino Cesare. Trainingsleistung loben, bestimmt. Und fairly okay, passt. Slightly poor. Iscoboni hat hier noch etwas zu sagen. So. Verhalten loben, das gehen wir bestimmt da an. Vorbildfunktion, quite good. Ja, ich glaube, wir sollten hier unbedingt immer wieder die Moral loben und Trainingsleistungen loben. Vielleicht schweißt das Team mehr zusammen. Weiß ich nicht, ob es jetzt was geholfen hat. Aber jedenfalls, wir spielen zu Hause. Wir sind hier der Favorit hier. Geht einfach raus. All the best. Have fun with Favorites. Der eine. Ja, ganz klar, dass der eine hier wieder ein auf Mimimi macht.
bestimmter, aber Vertrauen in euch und Defense bestimmter. So, und so geht es dann natürlich besser. Dann Anstoß und dann schauen wir uns das Ganze in aller Ruhe an. Wir sind nicht die Grünen, wir sind hier in Weiß. Avelino macht das nicht schlecht. Und es ist sehr, sehr wichtig, irgendwie im Ballbesitz zu bleiben. Warum spielen wir als heimspielende Mannschaft? Haben wir am meisten Ballbesitz und spielen hier gegen eine Mauer? Ich will jetzt nichts sagen dagegen irgendwie, aber schade. Man merkt schon, dass irgendwie hier, es ist hier gerade aufs Tor geschossen worden. Das wundert mich hier. Ah, schade, wieder aufs Tor. Urs Avelino macht das nicht schlecht. Ich werde nach 20 Minuten mal das Team ein bisschen mehr Kreativität auffordern. Gelbe Karten 0, 3 Fouls aufs Tor. 5 Schüsse, 6 Schüsse, 1 aufs Tor. Der Schiedsrichter steht hier auch meiste Zeit im Weg. Wahrscheinlich kassieren wir jetzt aus einer Situation ein Tor. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum wir aus einer Situation ein Tor kassieren. Die haben erst einen Angriff und treffen mit 2 Schüssen vielleicht einmal aufs Tor. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie das passieren kann. Und langsam aber sicher verliere ich den Glauben hier ans Team oder auch nicht. Man sollte nicht zu früh urteilen. Sie wissen sich zu wehren. Das ist die Moral. Darum habe ich mit dem Team gesprochen. Werdet kreativer. Das sage ich jetzt mal dem Team. Und natürlich können wir auch nichts bei Gegentoren machen. Schade. War wieder einer aufs Tor. Zweiter Schuss bereits. Taktik. Also Taktik. Komm, lass es. Die schießen aus einer Situation, aus jeder verfickten Situation schießen die ein Tor. Das ist abartig. Warum passiert das so? Das ist ja natürlich sehr traurig. Wir trainieren die ganze Woche hart, trainieren Angriffe, trainieren das, trainieren das, trainieren das. Und dann passieren solche Sachen. 42% Ballbesitz, 34 Minuten gespielt und das ist wahrscheinlich das nächste Tor. Konzentration. Zeigt etwas Konzentration. Oh, jetzt gibt es 11 Meter. Auch nicht schlecht. Trifft er denn? Ja, 2-2. Perfekt, so spielt man. Und nicht immer diese Gegentore. Ich will auch kein Risiko eingehen irgendwie. Auch dem Gegner reicht es ein wenig, merkt man hier. Naja. Und die schießen sicher noch in der direkten Situation ein Tor, so wie es beim Football Manager üblich ist. Nein, aber nur fast. Und in der Halbzeitpause schaue ich mal, was ich hier ändern kann. Fast das 3-2. So. Oh, schade. Schade, schade. Pescara Taranta 1-3. Pescara Calcio. 2 Minuten Nachspielzeit und dann schauen wir uns mal an, was wir da noch ein bisschen ändern können. Wir haben hier Updates, also Analyse, Spielfeld, Teamansprache, so, bestimmter, wir können noch immer gewinnen, arbeitet konzentriert weiter und werdet dafür belohnt. Das ist richtig, morgen in diesem Sinne, talk to players, ihr könnt heute das Unentschieden ausmachen, Unterschied ausmachen. Sagen wir wieder ganz gleich. Ja, irgendwas muss mit dem Team ja geschehen. Können ich irgendwie auf die taktische zugreifen? Ja, passt. Das heißt, da wird man ein bisschen Manndecken. Verteidiger links Manndecken. Verteidiger rechts Manndecken. Immer schwacher Fuß, sind 2 Stürmer, hart einsteigen und okay, schauen wir, wie die zweite Halbzeit wird
Ob die Motivationssprüche hier geholfen haben, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, wir haben den meisten Ballbesitz. Und daraus müssen wir endlich einmal was machen. Dini ist nicht schlecht im Tor. Dini ist wirklich nicht schlecht. Und der Ballbesitz, wie ihr seht, ist bei 58%. Gelbe Karte, Germoni. So. Sollen wir da Bill Brazen? Hallo, kann ich da nicht drauf? Doch. Brace. Jetzt gehen wir mal Brazen, indem wir beten. Ich verstehe nicht, warum das Team nicht schneller rausspielt. Ah, schade, 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 schade. Das hätte das einzige Tor in der zweiten Halbzeit werden sollen. Sollen wir da wechseln? Okay. Wieder schade. Kannst du wechseln? Darf ich bitte wechseln? Dankeschön. Wer ist hier müde? Kalayo Mazzocchi kommt rein. Tezi statt Sozzarella, der kriegt ein paar Spielweisen und Giacolo oder Ramos kriegt hier die Chance. Passt. Dreifachwechsel, der ist wichtig. Gelbe Karte für Avellino. Könnt ihr ein bisschen kreativer werden? So, und der Gegenanstoß, Angriff, und der führt zum Tor wahrscheinlich. So wie immer. Schau, du kriegst den Ball nicht weg, ich verstehe es nicht. So, jetzt sind sie mal kreativer, hoffentlich mal. 3 Minuten Nachspielzeit, Unentschieden ist da, würde ich sagen. Freistoß für Slavino. Willst du mich? Das gibt's nicht. Die kriegen jedes Mal ein Gegentor. Das hat nicht gezählt, warum nicht? Jetzt wollte ich mich schon aufregen, dass hier ein Gegentor passiert. So. Ich sollte mal schauen, dass die Leistung enttäuschend war. Aggressiv. Sah angespannt aus. Ja, das passt schon. Es ist lächerlich. Und wir stürzen immer weiter ab. Ich habe hier keine Lösung. Aber Bama macht das schon gut. So. So. Die abschließende Pressekonferenz beginnt nach dem Spiel. Bin zufrieden. Juventus U18, Parma-Trainer putzt Team herunter. Das ist ja, glaube ich, logisch, dass ich das Team herunterputze. Nächstes Spiel in 5 Tagen. Hm. Und das ist wieder auswärts. Spezia. Spezia, Spezia, Spezia. Mediziner ist beeindruckt von Arda Mangani. Lucarelli stellt Rekord als ältester Spieler auf. So, schauen wir mal in die U20 rein. Verteidiger. Haben wir da Stürmer, Torjäger zentral, quite good, gut. Der hat gute Werte, Beweglichkeit, Grundfitness, ist 17 Jahre alt. Knipser, potenzielle Fähigkeit, das ist nicht schlecht. Dann werden wir ihn als kompletter Spielmacher umtrainieren. Kompletter Stürmer natürlich. Fahren da fort. So, Cesena gegen Salernitana. Ja, wir sind in der oberen Tabellenhälfte. 1:1. 21 Punkte, aber
sind natürlich drauf und dran, hier ein bisschen schlechter zu spielen. Irgendein Stürmer, irgendwas müssen wir holen. Es läuft nicht schlecht. Punkte sind ja da, Tore sind ja da, alles ist da. Ich verstehe nur nicht, warum das Training nicht durchgreift. Tim Handwerker, so heißt ein Trainer, der ein Spieler. Nicht verfügbar, nicht im Verein, okay. So, Reserve. Spieler steht für Parma 18 zur Verfügung. Warum das ist, weiß ich nicht. Entwicklung. Verschieben. Pause. Gehen wir in 3 Tage Pause. Wir geben ihnen eine Pause. Vielleicht sollte man das komplette Team mal einer Pause einwilligen. 18. November. Parma ist die Star Fanos Trainingsbericht. Spezia gegen Parma. Ist das nächste Spiel. Longos Trainingsbericht. Brauchen wir eigentlich nicht anschauen. Wir haben dann wirklich schwierige Spiele. Spezia, Bari. Spezia Favorit für Parma Spiel. Erklärt Brandelli hinterfragt. Leistungstief von Parma. Der einst bei Parma angestellte Cesare hat gegenüber seinen Bedenken über die Schwache und unterstrichen, dass das nächste Spiel gegen Spezia Brandelli gebannt, dass es in Schmerz ist, seinen Ex-Verein in dieser schlechten Form erleben zu müssen, und fügte hinzu, dass die Parma-Fans etwas Besseres verdient hätten. Er endete mit dem Hinweis, dass es dieser unter sehr drohen, falls Parma am Samstag nicht gewinnen sollte. Tja, das ist natürlich nicht schlecht, wenn sich ein ehemaliger Spieler einmischt, führende Ausbildungsvereine für Serie A. Ja, vielleicht habt ihr da eine Lösung. Ich habe hier keine Lösung. Mittlerweile bin ich mit dem Latein am Ende. Ich möchte natürlich das Team nach oben bringen. Es ist aber ziemlich schwer. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass da jemand, du da draußen sitzt und dich gerade nicht gemobbt gefühlst, wenn du hier dieses Spiel siehst, sondern einfach einen Kommentar schreibst und sagst, hey, das und das mache ich falsch, vielleicht ist da der Wurm drin bei Parma, und genau da können wir dann, jeder einzelne von euch soll einen Kommentar abgeben, vielleicht weiß einer hier einen Tipp, ich werde nach Problemlösungen suchen, und ich sage danke fürs Zuschauen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, fest in die Kommentare schreiben und ciao, ciao.